sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum oder auch hey da draußen! Am Montag, dem 27. Februar 2017, veröffentlichte der YouTuber Mert ein Video auf seinem Kanal mit dem Titel Statement. In diesem Video stellt er sich klar gegen Homosexuelle und dass er ein totales Problem damit hat, wenn man nicht heterosexuell ist. So, weißt du, was mich ankotzt? Vor einem Jahr haben wir dich schon kritisiert und du lässt ja nicht locker! Du machst die gleichen homophoben Aussagen wie damals und hast dich kein bisschen weiterentwickelt, Mert! Und jetzt sag mir, was sollen wir tun? Sollen wir das alles so hinnehmen? Sollen wir einfach damit leben? Soll ich vielleicht alles kaputt machen? Ja, ist es das, was du mit deinem Video sagen willst? Ist das das, worauf du hier eigentlich hinaus willst? Oder verstehe ich dich da falsch? Mert! Wir haben schon damals den Gay-Prank nicht zugelassen. Und das lassen wir auch nicht zu, Mert Matan. Und wenn du jetzt noch irgend... Ja. Ach, das ist nicht Mert Matan. Das ist... Ach, der heißt auch Mert, aber das ist nicht Mert... Eine Verwechslung, das ist der Fall. Okay, und der Gay-Prank ist auch nicht von ihm. Das war... Oh ja, Mert Matan ist nicht Mert. Klar, klar. Nee, klar, klar. Verstanden. Ciao, ciao. In jedem Video kann mal ein Fehler passieren. Ich möchte mich hiermit recht herzlich dafür entschuldigen, für die Verwechslung der beiden Merz. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal klarstellen, dass... Ist ja was? L*** mich. Wer sich im 21. Jahrhundert immer noch gegen Homosexuelle stellt und das als seine eigene Meinung betitelt, für den muss ich mich gar nicht entschuldigen. Und Merz, ich möchte dich auf keinen Fall verurteilen, aber ich will dir einfach mal sagen, dass jeder Mensch, egal wen er liebt oder wo er herkommt, ein Mensch ist. Und jeder Mensch hat es verdient, respektvoll behandelt zu werden. Und das, was du in deinem Video gesagt hast, war alles andere als respektvoll. Und wenn du jetzt immer noch der Meinung bist, dass Schwule und Lesben unnatürlich sind und dass Homosexualität eine totale Sünde ist, dann schicke ich Merz Vater persönlich zu dir und dann schlägt der dich im Hammer. So. Denn ein Video zu machen, wo man einfach nur irgendeine Menschengruppe beleidigt, das ist kein Statement. Das hier ist ein Statement.